Guten Tag und hier ist der Gusua und ich will euch mal ja, ein neues Spiel zeigen. Ich werde mal reinschauen, mal gucken, wie das läuft hier. Ich habe es noch gar nicht angefasst. Also ihr seid bei den letzten Sekunden dabei, ganz genau. Bei den ersten Sekunden dabei. Also bitte nicht haten, wenn ich mich total glatt anstelle. So, was ich geil finde, ist auf Deutsch. Das ist immer ziemlich geil. Und man kann halt, wie jetzt zum Beispiel bei Clash of Clans, da war es ja am Anfang nicht so, dass man einen bestehenden Account nutzen konnte gleich, sondern musste ja erst das Tutorial durchspielen. So, ich würde mal sagen, hier, wenn hier Best steht, dann nehmen wir auch das und bestätigen. Es wurde angekündigt, dass es so ein Mischmasch zwischen Clash of Clans und Hearthstone wäre. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas höre. Mal gucken. Sehr geiler Scheiß. Also, wir haben eine Dame, die ich nicht verstehen kann, aber vollkommen egal. Auf jeden Fall ist es auf German. So. Ja, okay, also ich meine, das ist natürlich jetzt... Wär natürlich auch ziemlich geil, bei COC gleich mal im ersten Level ein Expo rauszuhauen. Jetzt bin ich doch aber echt mal gespannt. Kleinen Moment. Ich scrollen kann ich noch nicht. Okay, also ich muss es erstmal einfach bauen. Kriegen wir hin. So. Ja, der X-Bow macht das ziemlich geil. Also die Balliste. Okay, das ist natürlich krass. Richtig. Aber jetzt denke ich mal, werde ich diese Karten... Holy shit, Junge. Sehr, sehr geil, okay. So, niemand hält, der macht. Nein, gucken wir mal hier. Also ich gehe mal davon aus, ich mache jetzt 40er Helden, ist natürlich auch ziemlich nice. So, jetzt haben sie sich verpisst. Unterwegs. Ah, okay, und das ist sozusagen jetzt mein Gegner und ich kann jetzt halt meine Truppen droppen. Ah, okay, ziemlich geil. Also man kann hier halt von jedem... Nee, Zoom geht noch nicht. Alle Truppen gesetzt, ja. Ja, ich muss ja mal sagen, grafisch ist es schon ansprechend, finde ich. Ja, okay, das war jetzt nicht so schwer. Ist ja bei COC am Anfang auch so. Es ist so ein Denglisch. Also teilweise ist es auf Englisch und teilweise auf Deutsch. So sieht mir das aus. So, also ich habe was Neues erobert. Ja, genau. Ich gehe erstmal zurück. Weil ich ja meine... Genau, ich will ja in meiner Base was machen. Ich würde jetzt fast mal sagen, das Gequatsche können wir uns... Also ich meine... Ja, genau. Genau hier. Also diese... So, zack. Alter, ein Lebensbaum, Alter. Läuft bei dir. Alter, geil. Hier, Timon. Timon direkt am Start. Junge. Ja, also mit Gnomen, okay. Also es ist so wie bei... Also es ist schon sehr, sehr ähnlich. Aber wir hatten... Also ich hatte auch schon mal ein anderes Spiel gespielt, wo ich auch echt dachte, Alter, das ist ja exakt das Gleiche. Bloß halt eine 1:1 Kopie. Goldquelle, ja, okay. Klar, macht Sinn. Irgendwo brauche ich das Gold zum Hasseln. Zum... ordentlich Party machen. Oh, die Quatschtante hätte ich gerne weg. Na, schauen wir mal. Alleine, also ich bin der Meinung, das ist immer so eine Sache, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, okay. Hör auf zu quatschen. Ruhe. Du siehst ja ganz nett aus, aber du quatschst nicht auf Deutsch, also von daher bist du mal bitte ruhig. So, wenn der Gusua spricht. Also, die Sache ist einfach die, ihr wisst es selber, wenn er jetzt zum Beispiel bei COC gerade entweder
komplett maxed seid und wartet aufs Rathaus-Update oder ihr habt gerade keine Bauarbeiter oder sowas und sagt, oh, nee, ist gerade nicht so. Weil wie gesagt, ich muss ja wirklich sagen, also ihr habt es ja von den anderen eventuell gehört, so, oh ja, COC gerade nicht so der Knüller. Ganz ehrlich, also mich betrifft das nicht. Also wie gesagt, als Town Hall 9, bei mir geht übelst die Luzi ab und ich mache schön meine Pokéjagd und alles ist gut. Also von daher kann ich dazu nichts sagen. Hier auch diese Grabsteine. Ziemlich geil. Training. Ja klar, und dann erstmal. Ja, genau. Ja, hau erstmal Express raus. Ganz genau, wird nicht passieren. Da kennst du mich falsch. Auch wenn es. Aber das ist natürlich ziemlich geil. Entweder sie hat jetzt selber auf 20 Truppen hochgemacht. Oder das ging automatisch. Und das wäre natürlich definitiv besser als bei COC, was ich mir die ganze Zeit bei COC immer wünsche. Dass man nicht 20 Mal drücken muss. Oh, bist du richtig fail? Du kannst das jetzt. Nee, das lasse ich euch natürlich. Daran lasse ich euch jetzt nicht unbedingt teilhaben. Ich will jetzt nicht mehr meine vier Express-Kometen verballern. Muss nicht sein. Ich schneide das einfach raus für euch. So, und da bin ich wieder. Wir haben es geschafft. Ich habe diese ausgebildet und jetzt soll ich einen Altar bauen. Kriegen wir da hin, Junge. Ist da gar kein Thema. Daran sollt ihr jetzt nicht scheitern. Die Zeit ist natürlich auch ganz schön schnell, aber klar, das ist ja bei COC am Anfang auch. Jetzt sind wir gespannt. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Clash of Clans und anderen Spielen, logischerweise, klar. Nehmen wir die mal, wa? Wenn der Pfeil darauf zeigt. Okay, die habe ich jetzt bekommen, sozusagen. Ah, okay, den habe ich jetzt bekommen. Durch diese Karte. Boah, die wollen jetzt schon, dass ich hier den Wüsten angreife? Ich gucke erstmal, ich gucke erstmal. Also das ist sozusagen wieder der Ober-Homie. Den haben wir einfach mal da hingelassen. Und jetzt hier, dass wir den natürlich dann schön knallhart hier wegkillen. Mich würde es noch interessieren, wie es mit den anderen Truppen ist, die man halt nicht gedroppt hat. Ah, ich sehe, das war erst dieser Expo. Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen fail, weil das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber klar, ich meine, am Anfang kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Wenn man nicht jede Truppe einzeln setzt. Yeah. Belohnungen sind immer gut. Und es gab Kometen. Gut. Die kann ich einfordern. Das mache ich jetzt auch gleich. Oh, ich habe schon 150. Gerade hatte ich noch. Ich soll einen Avatar wählen. Ja, yeah, ich bin der Swagger mit den Hörnern, Alter. Ja, yeah, der bin ich. Da hat der Guso doch einfach mal ganz easy noch den Account verlinkt. Und dann passt das. Hier nebenbei. So. Pantheon. Oder Panthen. Ah, genau, hier sind die Erfolge, genau. Ja, und ich habe ja. Also eine zweite Balliste, die würde ich. Ah, okay, die kann ich schon umstellen. Was nicht so schön ist, ist, dass ich jetzt nicht sehe, welche Range der hat. Das ist ein bisschen schade. Können wir upgraden, passt. Und jetzt kriegt man fürs Upgraden wiederum OPVP, also sprich Player versus Player.
Ging da so. Oh, ich habe schon gedrückt. Ja, okay. Passt schon. Will ich jetzt aber gucken. Er hat keinen X-Bow mehr. Okay. Jo, läuft. Und ich hatte jetzt auch wieder die ganzen Truppen, glaube ich. Oder fast alle. Oh, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich denke aber schon übers Mikro. Hier bohrt einer. Und zwar nicht in der Nase. Also ich gucke gerne nochmal meine Erfolge durch hier. Achso, ich glaube, ich bin hier schon im Maxed-Bereich. Ich habe schon so gut wie fast alles hier. Das heißt, hier brauche ich noch so eine Art Lager. Was ist das überhaupt? Ach, das ist dieses Ambrosia. Also muss dieses Ambrosia, dann müsste ich hier jetzt gleich mehr kriegen. Irgendwie 13.000? Na, 11.000 immerhin. Läuft auf jeden Fall bei dich. Ja, genau, hau rein. So. Nochmal, ich habe noch mehr Erfolge. Okay, hier komm. Erstmal will ich meine ganzen Erfolge hier fertig machen. So. Kaserne bauen. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass ich Mauern habe. Aber die Gegner wiederum haben ja schon Mauern. Also wird es in dem Spiel auch Mauern geben. Den Exerzierplatz auf 2. Na okay, dass man halt wieder noch mehr Truppen bauen kann, wie das Armeelager in dem Fall verbessern. Klar, macht natürlich Sinn. Ja, der wird ja gerade gemacht. Den gucke ich hier mal an, was mit den Göttern los ist. Ah, okay. Ja, hier wieder das Skill-Up, das ist schon noch in Ordnung so. Aber wäre es jetzt komplett auf Englisch, wäre nicht so meins. Da können die sich schon ransetzen und das mal hochpowern hier. So, der ist abgelevelt. Ja. Ach so, ah, okay, ich muss noch eine andere Gottheit dazu haben. Okay, die habe ich natürlich noch nicht. Aber immerhin sieht das doch hier gar nicht so verkehrt aus. Ich gucke mal, was ich hier auf Beschwören. Ich drücke hier nochmal rauf, zack. So, haben wir also was. Und dann könnten wir die doch beide miteinander so... Und dann ist doch da richtig was am Start, oder? Genau, so, jetzt gehe ich nämlich auf Herkules. Oder ich gehe auf Cassandra. Ne, ich gehe auf Herkules und sage Skill up. Und jetzt kann ich bestimmt Cassandra und die beiden da paaren. Und da kommt bestimmt was raus bei. Erfolgschance 1%. Okay. Und ihr seht aber hier auch wieder, man kommt halt eben auch drum rum und ich will halt da keine Kometen für ausgeben. Da warte ich die Zeit und dann passt das auch. So, trainieren. Ich guck mal gerade, wie das hier abläuft. Genau, ich kann halt nur die Leutchen bauen hier. Und jetzt sagte er mir schon, er zeigt mir hier schon an, okay, pass auf, mehr als 30 kannst halt nicht, weil dein Exerzierplatz da nicht größer ist. So, verbessern wäre nicht möglich, weil ich so eine exorbitante Summe an diesem Zeug bräuchte. Das würde gar nicht gehen. So, dann würde ich mal fast sagen, ich gehe mal nochmal in eine Schlacht, wa? Nochmal PvP? Gegner suchen, Junge. Gegner suchen. Ja, er ist ja auch ein kleiner Boy, aber er hat schon X-Bow. Also, diese Balliste. Yeah, klappt euch drum. Reißt ihm den Kopf ab. Oh, aber ich meine, meiner muss auch ganz schön einstecken. Alter, meiner ist halb tot. Aber nur halb. Ah, okay, und jetzt hat der so eine Ability... Und geht, also das macht er auch automatisch hier wohl, ne? Das sieht ja gut aus.
Gleich kommt es wieder. Jo, also automatisch. Man braucht. Und man hat es mehrmals im Angriff. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Seine Fähigkeit. Bäm. Ah, okay, der kann also. Der scheucht wieder erstmal hin. Nein, ist er ein Fail, Bob. Erzähl mir bitte nicht, dass er hier jetzt die Mauer kaputt machen wollte. Alter, das sind ja genauso eine Bugs wie bei COC. Sehr geil. Man könnte es gleich teilen. Finde ich natürlich eher nicht gut, weil ich da gar nichts von halte, von diesem Zuspam anderer Leute. Das geht gar nicht. Ist meine Meinung. So. Da ist ja das Arschloch der Herde. Guck mal, wie hier der Rasen gemäht ist, Alter. Da sind irgendwelche Illuminati-Symbole drin. Irgend so ein Mandala hier. So, wir bauen hier gerade noch schön an unserer Horde umher. Das ist cool. Und Timon sitzt hier immer noch ganz gechillt. So, gucken wir mal, was wir für Erfolge haben. Weiter, ja, ja, ja. Also ich muss gleich wieder angreifen. Kriegen wir natürlich hin. Sollte jetzt nicht so das Thema sein. Ja, halt eben auch wieder ein X-Bogen. Achso, was ich dazu sagen muss, ist, ich habe hier, das ist nur auf Android momentan spielbar. Also alle, die sozusagen bei Clash Royale ein bisschen in eine Röhre gucken müssen, weil sie Android haben, die dürfen sich jetzt freuen und sagen, tja, wir haben Dawn of God. Ja. Von daher ist es immer am besten, wenn man beides hat. Also so sieht es bei mir aus. Ich kann halt eben auf dem Rechner mit BlueStacks Android spielen und eben übers Handy oder iPad dann schön die anderen Games. Alter, also momentan hier so mit was man hier an Belohnung bekommt, ist schon echt nice. Yeah, wir können schon einen Tempel bauen. Warum können wir ihn nicht hier hinsetzen? Okay, setzen wir ihn da hin. Egal. Info. Ja klar, okay. Zack. Alter, 200 Kometen. Ah, okay, also ich hätte nicht genug. Ja, okay, also wäre wieder das Goldlager voll. Dann würde ich mal sagen, verbessere ich das mal. 5 Minuten, okay. Aber für 5 Minuten wiederum ein Komet, das geht ja. Gerade hätte ich 5 Kometen dafür bezahlen müssen. Komm, da sind wir mal gönnerhaft. Passt schon. Und dann können wir nämlich hier Info gucken wir gleich. Ich wollte doch gerade noch irgendwas machen. Was haben wir hier? Ah, okay. Also da kann man einfordern. Genau, das wollte ich doch. Yes, jo. Und zurück. Ich guck mal hier mit Login. Was ist mit Login? Monats-Login-Prämie. Cooles Ding, auf jeden Fall. Also man wird erstmal ordentlich zugeballert hier. Genau, das habe ich auch schon so weit verstanden, dass halt eben, ja, zwei zusammen ist eine Evolution irgendwo, klar. Und dann kann man die besser machen, so. Schickes Ding, Junge. Ja, da wird erstmal abgeskillt. Und es war nicht mal teuer. Das ist natürlich ziemlich nice. Okay, also jetzt soll ich erstmal hier die ganzen. Okay. Yeah. So, jetzt gucke ich mal. Ich würde gerne nochmal upskillen. Ne, ich habe ja nichts weiter. Okay, ich habe keine weitere Gottheit. Aber. Was, die ist schon auf Level 5? Alter Verwalter. Läuft bei mir. So, jetzt habe ich sie sozusagen ausgewählt, denke ich mal.
Also die beiden als meine Angreifer. Genau, das heißt, den habe ich. Hahaha, sehr geil. Okay, das heißt also, ich habe jetzt zwei. Genau, zwei Gottheiten habe ich jetzt drin. Also zwei Helden. Und diese in dem Spiel sind es 150 Helden, die du sozusagen freischalten kannst. Und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen, wie die kleine Gerda dann richtig abspläschert. Ja, jetzt ist doch mal genug hier, oder? Genau, jetzt machen wir erstmal eine Eroberung, aber erstmal will ich hier noch Erfolge. Achso, okay. Ah, ja, ich muss die Stadt auch. Ja, das ist aber ein bisschen doof. Ich meine, wenn mir da eine 1 angezeigt wird, ganz ehrlich, dann ist man ja so in der Situation, ah, da habe ich was bekommen, oder? So. Gehen wir mal dahin, mal. Und sagen einfach mal, also ich kann natürlich Info machen, aber ich mache erstmal clever Weg, bin gleich erstmal einen Angriff. So, ich würde natürlich gerne sehen, was Gerda kann, was die so unter ihrem Rock trägt, aber das machen wir mal nicht. Wir hauen hier mal Herkules raus und die Gerda natürlich dann auch. Und jetzt hier, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das sieht ja schon mal wieder ganz anders aus hier. Ich meine, wenn du zwei von denen hast, aber guck mal hier, ihr seht das jetzt gerade selber. Klein Herkules hat hier schon die Fähigkeit und Gerda hat noch nichts. Verfluchter Wächter, ja. Da denkt er sich auch. Ich bin verflucht. Läuft. Also, und nebenbei habt ihr gerade gesehen, die wurden jetzt gerade hochgelevelt. Ohne dass ich sozusagen nochmal zusätzlich irgendwie raushauen musste. Sehr geil. Dann gehe ich erstmal zurück, gucke mir nochmal kurz an, ob meine Truppen weiterhin da sind. Ja, die sind da. Sehr geil. Also, das heißt, ich kann erstmal setzen ohne Ende. Das ist natürlich cool. Das, ganz ehrlich, das soll es aber auch erstmal fürs erste Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wie findet ihr es? Findet ihr es total langweilig? Also, wie gesagt, diese Gefahr besteht nie, dass ich jetzt sage, oh, hier, komm, das ist so der epische Hammerkack. Ich spiele jetzt gar kein COC mehr oder sowas. Das ist definitiv nicht der Fall. Also von daher, alles cool. Aber wie gesagt, eben so als Nebenbei-Game, was sagt ihr dazu? So, okay, so könnte man, da könnte man sozusagen jetzt Mitglied werden in einem Clan. Wie gesagt, das sehen wir dann im nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's von mir und ihr haut rein. Ciao, ciao.